Hallo Leute, mein Name ist Otsose und willkommen zurück in einer diesmal etwas bunteren Steinbox. Aber heute werden wir was mit dem hier machen. Wir werden sie platzieren und weil ein Ofen allein so nicht genügend hergibt, machen wir das 24 Mal und dann muss ich noch schauen, wie ich das mit dem Input und Output hinbekomme. Aber dieses Rechteck hier sollte groß genug sein. Die Öfen sind alle platziert, 12 auf dieser Seite, 12 auf der anderen Seite, unten drunter. Hopper, damit wir die entleeren können. Von hinten Trichter rein für die Lava Bucket, die wir da unten sammeln. Und von oben, was immer wir auch schmelzen wollen. Aber wie ihr seht, die Gleise hier, die enden plötzlich. Und das wollen wir ändern. Fangen wir vielleicht erstmal unten an. Diese erste Maschine, um die Goodies aus der Schmelze auszuladen, ist sagenhaft. Hier sammeln wir die Items aus den Hoppern unten ein und das Gleis ist waterlogged, das heißt der Minecart. Der fährt nicht ganz so schnell, so dass wir in der gleichen Zeit mehr aus den Hoppers raussaugen können. Und damit wir sicher sind, dass uns der Platz im Minecart nicht ausgeht, nehme ich einen Chest Minecart anstelle eines Hopper Minecart, denn möglicherweise haben wir ja mehr als fünf verschiedene Item, die wir hier schmelzen, und das könnte zu Problemen führen. Wenn dann der Minecart hier zurückkommt, fährt er hier rüber. Wir detektieren das und geben hier ein Signal rüber. Und das ist wichtig, denn wenn der Minecart hier hochfährt auf den Soul Sand Block, der ist ja nicht einen ganzen Block hoch, sondern ein bisschen weniger. Was bedeutet, der Minecart versucht auf das Gleis da unten zu gelangen, aber mit der Hitbox von diesem Amethyst wird der Minecart gebrochen. Endet hier unten im Kessel mit Lava und die Items landen hier im Wasserstream und dann schließlich in der Kiste. Wir haben hier den Minecart drin und mit diesem Schalter kann ich diesen Node-Block hier powern. Was heißt, das System fährt nicht automatisch. Aber wenn ich das hier nicht eingeschalten habe, dann kehrt der Minecart wieder zurück. Und ihr könnt sehen, der ist nicht super schnell unterwegs. Und dann geht er in die nächste Runde. Und hier haben wir die Items. Und mal schauen, ob wir bereits im ersten Mal alles eingesammelt haben. Nein, da waren noch ein paar Items übrig. Aber jetzt sollten wir alle haben. Wenn ich mir das so anschaue, ist vielleicht ein Minecart, der sich hin und zurück bewegt, nicht genug. Und wir müssten eher so ein System haben,
wo wir den Minecart auf der anderen Seite einsammeln. Kommt wahrscheinlich auch ein bisschen drauf an, wie schnell dass die Schmelze dann effektiv sind. Und wie ihr seht, jetzt wo ich abgestellt habe, verbleibt der Minecart hier unten drin. Und hier haben wir alle Diorite-Blöcke, die ich da in den Hoppern drin platziert habe. Das Input-System für das Zeug, das wir schmelzen wollen, ist wahrscheinlich der einfachste Teil. Das Schwierigste hier war, effektiv eine Anordnung zu finden, wie wir das vernünftig reinbekommen, so dass wir die Input-Kiste noch von da unten erreichen. Ich musste hier einen Block tiefer gehen, sprich über das Gleis da. Was heißt, ich kann nicht zu früh runtergehen. Und das funktioniert so. Wir nehmen das Signal hier vom Detektor in dem Block. Dahinter ist eine Redstone-Fackel, welche diese Pisten powert. Das heißt, hier bleibt dann der Minecart stehen, bis er gefüllt ist. Und erst dann ziehen wir die Pisten zurück. Und solange dieser nicht voll ist, wartet er auf zusätzliches Material von hier oben. Was wir hier nicht berücksichtigen ist, vielleicht ist die Kiste leer, die Hopper sind leer, der Minecart nicht ganz voll. Dann auch dann senden wir ihn nicht unterwegs. Aber ich denke, das ist nicht das größte Problem. Und wenn er dann so weit ist, dass er auf den Weg geschickt werden kann, dann powern wir hier diese Rail hier und das Ganze kann losgehen. Ich habe auch hier unten das ein wenig umgebaut, so dass wir von hier oben fahren wir zuerst auf dieser Seite rein, kommen dann hier raus, anstelle dass wir rundherum fahren und wieder zurück. Denn ich denke, das braucht ein bisschen zu lange. Gut, wir haben den Ausgang, wir haben den Eingang. Das heißt, nun brauchen wir nur noch das Material, um die Öfen zu befeuern. Und das machen wir hier auf dieser Seite. Hier oben habe ich mal etwas Material eingefüllt und es wird ein Weilchen dauern, bis diese Chest-Minecart voll ist. Und hier drüben gleiches Setup und noch etwas oben drauf gesetzt. Und was wir hier oben drauf haben, ist ein Schalkerbox-Unloader, denn die Lava Buckets, die kommen einzeln daher. Das heißt, wir packen die ja dann da unten alle in eine Schalkerbox. Und dann müssen wir die dann hier wieder entladen. Das sollte schneller gehen. Ah. Hier blockiert. Ich denke, das können wir lösen, indem wir das hier so machen. Brauchen diesen nicht. So. Aber wir brauchen hier oben was. Alles rein.
Und dann haben wir hier drin Lava Buckets. Ich glaube, den ersten, den müssen wir einfach mal platzieren. Und wenn dieser Minecart voll ist, sollte die Reise losgehen. Ja, wir haben hier überall Buckets drin. Und etwas scheint hier noch nicht so ganz zu funktionieren, denn ja, die nächste Schalkerbox wird hier nicht nachgelegt. Ich habe etwas vergessen. Da oben dieser Block auf dieser Fackel und dann hier ein Repeater, der in den Dispenser zeigt und dann funktioniert das Ganze auch so, wie es soll. Und ich musste dafür natürlich die Kiste hier etwas verschieben, denn da drüben hatten wir keinen Platz. Aber das erlaubt mir eigentlich auch, das Ganze etwas nach vorne zu bringen, so dass wir hier unsere leeren Kisten bekommen. Hier können wir die vollen Schalkerboxes reinpacken und da oben all das, was wir schmelzen wollen. Und sobald dieser Minecart voll ist, sollten wir auch sehen, wie losfährt. Wir haben ja gesehen, der Mechanismus funktioniert grundsätzlich. Und dann können wir das Ganze mal testen mit den Furnaces, die dann ja auch anspringen sollten. Können hier auch dieses System starten, was ja jetzt noch nichts entlädt. Aber sobald wir dann hier die ersten Goodies aus unseren Öfen rausbekommen, geht es los. Und da fährt er los, unser Minecart, und füllt Stein in die verschiedenen Furnaces. Und unten werden die dann aufgesammelt und hier hinten ausgespuckt. Und es ist mir nicht ganz schlüssig, warum dass der Minecart da stehen bleiben will und nicht zurückfährt. Das lässt sich sicher noch beheben. Wichtig ist hier, dass der Minecart nicht ganz auf dem Gleis steht, sondern auch teilweise auf dieser Activator Rail, denn nur so können wir hier das Signal auslesen. Und wenn er zurückkommt, wird er durch diese deaktivierte Power Rail gebremst, so dass er genau in der richtigen Position zum Stehen kommt. Nun, ich muss noch schauen, was denn da hinten so schief ist, aber das war's fürs heute mit diesem Ofenarray, mit in unserer Superschmelze. Und nächstes Mal geht's wieder nach oben ans Tageslicht. Also bis dann und tschüss!